Der Gasthof Weiße Taube in Pernatzatschke. Etwa 40 Zuschauer haben sich versammelt, um den Ausführungen von Steffen Janich zu folgen. Der 51-jährige AfD-Politiker vertritt den Landkreis seit den Wahlen im vergangenen September in Berlin. Am Donnerstagabend berichtete der Gewinner des Direktmandates nun erstmalig über sein Wirken in der Hauptstadt. Es ist ein völlig neues Themengebiet und wir arbeiten uns dort natürlich ein wie in einer Lehre. Ne? Es ist nicht so, dass man nach 100 Tagen einfach dann irgendwann mal ein guter Abgeordneter ist, sondern das ist ein tägliches Lernen, das ist ein tägliches Büffeln mit Büchern, mit Sachbüchern vor allen Dingen, um dort das Wissen aufzubauen, was man dann später in der parlamentarischen Arbeit braucht. All das habe Zeit gebraucht, sagt der Politiker und begründet somit den späten Zeitpunkt der Premiere seiner Bürgersprechstunde im Wahlkreis. Untätig sei er vor Ort dennoch nicht gewesen. Ich habe in den ersten halben Jahr auch viele Bürgermeistergespräche in meinem Wahlkreis geführt. Das heißt, die Arbeit geht hier natürlich auch in diese Richtung, dass wir im Wahlkreis arbeiten. 250.000 Menschen haben in unserem Wahlkreis ihre Heimat und 50.000 von denen haben mich gewählt. Für die sind wir natürlich auch unterwegs und damit bin ich natürlich auch die ganze Zeit in meinem Wahlkreis immer mit präsent. Wirklich präsent war Janich vor allem bei sogenannten Spaziergängen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in den zurückliegenden Wintermonaten. Danach war der Abgeordnete weniger oft in seiner Heimat zu sehen. Und wenn, dann fehlte es offensichtlich selbst den eigenen Parteifreunden häufig an Informationen darüber. Ich gehe da voll mit, auf jeden Fall, ne, dass eben praktisch mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden müsste. Wir haben da auch verschiedene Projekte, die wir sicher dann auch umsetzen werden. Erst im Zuge der Waldbrände in der Sächsischen Schweiz war der 51-Jährige wieder häufiger vor Ort zu sehen. Seine Erlebnisse möchte Janich, der dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages beiwohnt und sich dort unter anderem mit dem Bevölkerungsschutz befasst, nun mit nach Berlin nehmen. Natürlich bin ich dann in den Randgebieten an die Einsatzstellen gefahren und habe dort mit den Leuten gesprochen, wo das dann auch entsprechend für die Leute dann auch möglich war, mit mir zu reden. Ich sage es ganz einfach, wo gearbeitet wird, muss nicht unbedingt der Politiker seine Bilder machen. Das reicht auch, wenn man dann mit den Leuten redet, wenn die aus dem Einsatz kommen und dann fragt, wo entsprechend die Fehler oder Verbesserungen gemacht werden können. Nachdem am Donnerstagabend Themen wie der Umgang mit einer sich möglicherweise verschärfenden Corona-Situation oder der sich zuspitzenden Energiepreiskrise besprochen wurden, herrschte in der AfD grundsätzlich Einigkeit darüber, dass es einen offeneren Austausch über Probleme vor Ort braucht. Es muss ein festes Termini sein, ne? Immer im Monat muss zu einem bestimmten Thema dann eine Veranstaltung durchgeführt werden. Man braucht auch diese Bestätigung der anderen, die Diskussion mit den anderen. Ne? Man braucht die Parteiarbeit einfach. Ne? Und dort müssen wir auf jeden Fall weitergehen. Und es gibt da definitiv noch viele Reserven. Diese Erkenntnis gilt jedoch nicht nur für die Belange der Partei, sondern generell für die Anliegen im Kreis. Janich ist zwar für die Alternative für Deutschland in den Bundestag eingezogen, als Vertreter des Landkreises aber ebenso für die Belange aller Bürger in der Sächsischen Schweiz und dem Osterzgebirge zuständig. Außenwirkung ist bei uns schon ein Problem. Das muss man auch ganz offen mit an. Man kann nie genug Außenwirkung haben. Das heißt, wir müssen natürlich auf der Straße sein, müssen uns natürlich in den entsprechenden Situationen auch immer wieder zeigen und müssen uns natürlich auch in der Außenwirkung repräsentieren, was ich so gut wie möglich gestalten werde. Ne, man muss ganz einfach schauen, wie man dort ganz einfach noch weiter vorankommt. Ja, es ist ein Thema und wir haben es auf der Agenda. Erreichbar ist der Direktkandidat bislang in drei Bürgerbüros. Neben Standorten in Freital und Sebnitz betreibt Janich auch eine Zweigstelle auf der Siegfried-Redl-Straße in Pirna. Als nächstes großes Anliegen bezeichnet der Politiker die Unterstützung der hiesigen Landwirte. Wir haben dort gerade mit den 4% Flächenstilllegung wahnsinnige Probleme in der Landwirtschaft, die wir natürlich von Berlin aus mit angehen können. Und natürlich auch die Düngemittelverordnung, dort muss dringend was gemacht werden. Die grüne Regierung tut unseren Landwirten definitiv nicht gut. Steffen Janich gefällt sich bislang in der Rolle des kritisierenden Oppositionspolitikers. Im Herbst 2024 aber will seine Partei die Landtagswahlen in Sachsen gewinnen und somit erstmals Regierungsverantwortung übernehmen. Ob dieser Wunsch tatsächlich Realität wird, liegt nicht zuletzt daran, ob Janich mit seiner Präsenz und seinen Themen zukünftig in der Heimat punkten kann.